ganz besonders freue. Sie war 9 Jahre lang Präsidentin der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Zweimal, 2004, 2009, hat sie für das Amt des Bundespräsidenten bzw. der Bundespräsidentin kandidiert. Ich hätte sie auch gerne hier als solche begrüßt. Sie hat in ihrem Leben sehr oft sich angewöhnt, gegen den Strom zu schwimmen, und sie ist heute unter anderem Vorsitzende der Grundwertekommission der SPD. Begrüßt mit mir auf der Bühne Professor Dr. Gesine Schwan. Liebe Bürgerinnen und Bürger, ich gratuliere euch dazu, dass ihr in so hellen Scharen heute gekommen seid und damit zeigt, wie wachsam ihr seid und wie wichtig dieses TTIP-Abkommen ist. Diese Wachsamkeit ist auch absolut notwendig, damit TTIP nicht Rechte und Demokratie außer Kraft setzt. Sie ist wichtig, damit die Standards der Demokratie, die soziale Gerechtigkeit, Arbeitsrechtsregeln, der Einbezug des globalen Südens und vor allen Dingen auch die Öffentlichkeit beachtet wird. Es hat immer wieder den Versuch gegeben und auch immer noch anhaltend, dieses Abkommen und die Verhandlungen geheim zu halten. Das wird mit der Verhandlungslogik begründet und das ist keine Begründung. Es geht nicht in dem Abkommen um einen Gegensatz zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten. Es geht um einen Gegensatz zwischen denen, die sowohl in Europa als auch in Amerika für Demokratie, Gerechtigkeit, Arbeits- und Umweltstandards arbeiten, und die anderen, die sich in erster Linie für private Wirtschaftsinteressen, Partikularinteressen engagieren. Das ist der eigentliche Gegenstand der Auseinandersetzung. Bin ich Vorsitzende der Grundwertekommission der Sozialdemokratischen Partei. Wir haben dieses TTIP-Abkommen behandelt und dazu auch eine Veröffentlichung gemacht. Es ist ganz klar, dass die zukünftige Handelsstruktur, die globale Handelsstruktur, und die wird hier abgehandelt, eine sogenannte Res Publica und nicht eine Res Privata sein darf. Das heißt konkret, demokratische, politische Regulierungen dürfen nicht als technische Handelshemmnisse beiseite geschoben werden. Es darf keinen Regulierungsrat geben, der vorbeugend Parlamente und demokratische Entscheidungen aushebelt. Schiedsgerichte müssen rechtsstaatlich eingerichtet werden. Es darf auf keinen Fall, dürfen die ILO-Standards, die der International Labour Organization, unterminiert werden. Im Gegenteil, sie müssen beachtet werden durch das TTIP-Abkommen. Und TTIP muss sich öffnen für Schwellenländer und den globalen Süden. Die Multilateralität, das heißt nicht einfach zweiseitige Abkommen zu machen, sondern die Welt einzubeziehen, das ist wichtig. Wir haben gegen... Ich habe so wenig Zeit, hat man mir gesagt, deswegen rede ich immer drauf los. Also, gegenüber den bisherigen Vorschlägen haben wir schon und haben auch Sozialdemokraten im EU-Parlament klare Besserungen durchgesetzt. Aber ohne öffentlichen Druck geht das nicht. Und deswegen muss dieser öffentliche Druck aufrechterhalten werden. Ich bin ganz glücklich, dass es so viele gibt, die sich da auf den Weg gemacht haben. Und selbst die Forderung des Abbruchs, auch wenn ich sie nicht teile, ist notwendig, um diesen Druck auszuüben. CETA. Habe ich nicht verstanden. CETA ist schon abgeschlossen worden mit Kanada. Es birgt die Gefahr, dass gute Regelungen von TTIP unterlaufen werden. Deswegen haben wir jetzt folgende Forderungen. Es müssen ausdrücklich Regelungen gegen ein Unterlaufen der TTIP-Regelung, wenn sie denn gelingen, verhandelt werden. Es müssen kritische Punkte in CETA neu verhandelt werden, was die Handelskommissarin und Sigmar Gabriel auch versprochen haben. Wir müssen den Vorrang... Ich weiß jetzt nicht, ob ihr auf mich pfeift oder auf Sigmar Gabriel, ist mir egal. Sicherstellen, wir müssen den Vorrang der Demokratie sicherstellen.
Geld. Die Versprechen, die gemacht worden sind zugunsten von Demokratie und Gerechtigkeit, eingehalten werden. Deswegen ist es gut, dass ihr euch hier versammelt habt. Deswegen ist es gut, dass wir das gemeinsam machen, damit wir allen Demokraten in Europa, aber auch in den Staaten den Rücken stärken. Schönen Dank.